Nach Wochen der Dürre und schwerer Waldbrände werden Teile Europas nun von schweren Unwettern heimgesucht. In Frankreich, Italien und Österreich kamen insgesamt mindestens 12 Menschen in Gewittern und Stürmen ums Leben. Auf Korsika starben mindestens 5 Menschen. Auf einem Campingplatz im Westen der französischen Mittelmeerinsel kam eine 13-Jährige ums Leben, als ein Baum auf ihren Bungalow stürzte. Zelte wurden zerfetzt, Campingausrüstung flog durch die Gegend. Auch in Calvi stürzten Bäume auf Bungalows. Ein französischer Tourist kam ums Leben. Urlauber wurden von Campingplätzen in Sicherheit gebracht und verbrachten die Nacht etwa in Schulturnhallen. Heute Morgen gab es ein schweres Unwetter. Es war sehr stürmisch und Bäume sind umgestürzt. Leider gab es große Schäden. Wir wurden darüber informiert, dass der Campingplatz am Abend evakuiert werden würde. Schwere Unwetter gab es auch in Italien und Österreich. In der Toskana kamen 2 Menschen ums Leben. In Österreich starben 5 Menschen durch umgestürzte Bäume, unter ihnen 2 Kinder. In anderen Regionen Europas brachten die Regenfälle Entlastung im Kampf gegen die Waldbrände, wie hier im Osten Spaniens.